Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil meiner Bottom 100 Filmliste, Platz 1 sozusagen. Ja, und das ist, wie ihr es schon am Titel sehen könnt, ich nehme es mal raus, okay, ich sage jetzt noch nicht viel mehr, 300, ja, 300 ist wirklich der schlechteste Film in meiner Sammlung und das sage ich auch direkt so, wie es ist, denn, tut mir leid, aber ich kann diesem Film echt gar nichts abgewinnen. Ich habe ihn, wie man sieht, auch nur durch diese Sammlung hier, ne? Das war mal eine recht günstige Box. Und da ging es mir eigentlich nur um Kampf der Titanen, das Original und Troja, die ich beide sehr, sehr gut finde. Das Remake von Kampf der Titanen war in Ordnung. Man kann es gucken, ist jetzt nicht so ein... Also der wäre eigentlich auch in dieser Top 100 Liste... Hätte der Bottom 100 Liste so rum, hätte der fast auch reingepasst. Das war so ein Wackelkandidat, ich habe ihn dann nicht genommen. Aber 300 ist definitiv die ultimative Nummer 1, was das angeht. Nee, also, ja, keine Ahnung. Also, ich mag den Film nicht, ich finde ihn nicht gut. Er setzt halt sehr viel auf Optik, die ist auch in Ordnung und so, aber die Geschichte. Ist halt wirklich nicht vorhanden für mich. Und was man eben nicht hat, das wird eben mit Optik wettgemacht, also versucht man zumindest. Und irgendwie so ein bisschen coolen Sprüchen, ne, wie dieses, das ist Sparta und so, wo er da den einen in dieses bodenlose Loch da rein tritt. Also eine Sache, es ist so... Ich weiß nicht, also mich hat schon der Trailer damals nicht begeistert. Dann irgendwann irgendwann hatte ich mir das Ding dann doch mal angesehen. Na, das war zum Beispiel auch ein Film, den ich auf HD-DVD hatte. Ich glaube, da habe ich ihn dann auch das erste Mal gesehen, ne, als das Medium zusammenbrach. Und hatte den dann aber recht schnell wieder abgestoßen, um dann, ja, Jahre später mit dieser Blu-ray-Box ihn sozusagen wieder einzufangen. Aber... Das ist, glaube ich, die einzige Blu-ray wahrscheinlich in meiner Sammlung, die ich mir bisher noch gar nicht angeschaut habe. Vielleicht irgendwann mal, wenn ein Freund vorbeikommt oder was weiß ich, oder Freunde und meinen, wir wollen den jetzt mal sehen, dann würde ich mich wahrscheinlich noch mal breitschlagen lassen, mir den anzugucken. Aber ich selbst werde mich jetzt nicht hinsetzen und dieses Ding nochmal anschauen. Nee, beim besten Willen nicht. Ja, und wie schon gesagt, genauso wie im Blade Runner auf Platz 2, hatte ich auch diesen Film ja in der überbewertetsten Filme aller Zeiten Liste drin. Nur ist bei dem im Vergleich zu Blade Runner das Problem, dass Blade Runner eben auch zumindest heutzutage von Kritikern auch sehr gefeiert wird und nicht nur eine Fanbasis hat, sondern halt auch wirklich, also sprich nicht nur normale Filmgucker, sondern halt auch wirklich Kritiker, die den gut finden, wohingegen, glaube ich, 300 bei Kritikern auch nicht so gut ankommt. Es aber aus mir unerklärlichen Gründen eine ziemliche Fanbasis gibt, Leute, also wirklich Leute, die diesen Film gesehen haben, gut finden. Es gibt ja auch einen zweiten Teil, den ich nicht gesehen habe und noch nicht sehen möchte. Ich glaube nicht, dass der wesentlich besser ist als dieser. Ja, und deswegen tauchte 300 in der Liste der überbewerteten Filme ein bisschen weiter hinten auf, weil er eben bei den Kritikern nicht so angesehen ist, im Vergleich zu Blade Runner, aber halt hier finde ich ihn halt wesentlich, also wenn ich wählen müsste, ob ich mir 300 angucke oder Blade Runner, würde ich tatsächlich Blade Runner wählen. Ne, das will ich sozusagen damit ausdrücken. Aber wäre es irgendein anderer Film meiner Sammlung, würde ich auch irgendeinen anderen Film lieber sehen, also auch im Vergleich zu Blade Runner. Ja, das wäre es gewesen. Fast ein Jahr hat es wieder mal gedauert, bis ich diese 100 Filme durch hatte. Wie es mit dem Kanal weitergeht, kann ich momentan, ehrlich gesagt, noch nicht so genau sagen. Ich habe ein paar Ideen. Ihr könnt ja auch gerne, wenn ihr wollt, noch was reinschreiben, wenn ihr meint, ey, versucht doch mal das. Und so halt normale Blu-ray-Reviews finde ich irgendwie so langweilig. Also sich einfach zu sagen, ja, gestern habe ich den Film gesehen, so und so sieht's aus. Ne, so, aber so ewig Top-Listen machen ist auch dämlich. Ne, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, hier meine 10 liebsten Actionfilme, weil dann müsste ich einfach bloß die Top 100 durchgehen und von vorne anfangen zu zählen und sagen Action, 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 Action. Ne, und da habt ihr sie. Also das ist jetzt auch nicht sehr sinnvoll. Ne, aber vielleicht hat ja noch jemand irgendwie eine besondere Idee, was man noch machen könnte, was so ein bisschen
ja, was das Ganze unter ein Motto stellt, sozusagen, ohne dass es sich einfach immer wiederholt. Es wird vermutlich nochmal eine aktualisierte Top 100 Liste geben, aber auch da würde ich halt sagen, erst in ein paar Jahren, also vielleicht um 2020 rum. Ne? 2010 habe ich mit der Top 100 angefangen, 2015 jetzt mit der Bottom 100, also wäre es wieder sinnvoll, 2020 eine aktualisierte Top 100 Liste zu machen. Wird bestimmt nochmal kommen, ne? Aber halt nicht als nächstes. Ich möchte ja nicht das Ganze immer wieder machen. Ja, okay, ansonsten wäre es das erstmal gewesen. Diesmal kann ich nichts von 3 Tagen sagen, tut mir leid. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder und bis dahin, glaube ich, werde ich noch sehr viel deutsches Wasser trinken, zu dem ich, wie immer, ihr wisst es, ja sage. Ciao.